Okay, von mir aus können wir. Aber das eins klar ist, heute keine blöden Witze über Sommerzeit. Hallo? Nö, nö, auch gerade erst vor 5 Minuten. Ja, hallo. Am Wochenende wurden in Deutschland die Uhren zurückgedreht. Schwarz-Gelb ist unter Dach und Fach. Interessant ist ja die Frage der Finanzierung der Steuergeschenke. Aber gut, was soll ich dazu nicht sagen, was nicht auch schon die Kanzlerin nicht gesagt hat? Man setzt halt auf Wachstum. Das heißt, die Regierung sitzt künftig nicht mehr am Kabinett, sondern am Roulette-Tisch. Da können die Steuerträume ganz schnell platzen. Ähnlich schnell wie die Luftpölsterchen in dem plastik- und herzzerreißenden Animationsfilm Fantasy in Bubble Wrap, der die dramatischen letzten Minuten im Leben der Bewohner einer Luftpolsterfolie schildert, die ihrem unausweichlichen Ende entgegensehen. Solltet ihr vielleicht mal drüber nachdenken vor eurem nächsten Massaker. Der Shootingstar des Kabinetts ist übrigens, nein, nicht Guttenberg als Verteidigungsminister, sondern Philipp Rösler, der neue Gesundheitsminister. Jung, smart, gut aussehend, so eine kleine Wiedergutmachung für den Brüderle. Und der erste Bundesminister mit Migrationshintergrund. Nein, Ostdeutschland zählt da nicht mit. Der Rösler ist ja sogar selber Arzt und weiß, wie es im Menschen aussieht. Vermutlich so wie in der Animation Der Mensch als Industriepalast von Henning Lederer. Die basiert auf den gleichnamigen Illustrationen des Künstlers Fritz Kahn und zeigt, dass es noch deutlich undankbarere Jobs gibt als Gesundheitsminister. Ja, im Gesundheitswesen muss man sich in Zukunft sicher auf Einschnitte gefasst machen. Und leider nicht vom Chirurgen. Also am besten noch gesünder leben. Und Seiten wie A Hamburger Today unbedingt meiden. Das Hamburger-Blog, bei dem es unter anderem diese ultimative Aufzählung der verschiedensten Burgerarten gibt. Oft mit unverantwortlichen Tipps zum Nachkochen. Ja, viel Spaß heute noch mit dem Müsli. Und auch nicht zu empfehlen, diese fast schon wissenschaftliche Abhandlung über die perfekte Zubereitung gekochter Eier, die endlich mal mit dem Klischee aufräumt, dass das jeder kann. Zum Glück nicht, denn wie gefährlich Eier für die Gesundheit sind, sieht man doch in The Birds, the Prequel, der Trailer zum Vorgängerfilm des Hitchcock-Klassikers Die Vögel. Ja, hat denn wirklich jemand geglaubt, die lassen sich die Legebatterien auf Dauer gefallen? Befördert wurde übrigens Verteidigungsminister Jung. Ihm untersteht künftig das viel größere Heer der Arbeitslosen. Auch keine freiwilligen Armee. Nur hoffentlich verzichtet er auf Auslandseinsätze. Aber das machen ja sowieso bald alles Roboter. Etwa dieser Laserscanner-geleitete, vollautomatische Mini-Hubschrauber, der sich ohne Probleme selbst durch die verwinkelsten Räume fortbewegt. Ja, und auch die Gebirgsjäger haben bald ausgedient. Nämlich dann, wenn dieser Prototyp des Skiing-Robot in Serie geht. Ein Ski- und Skifahrender Roboter, der sogar Slalomtore erkennen und umfahren kann. Nur am Lift vordrängeln kann er sich wohl noch nicht. So, ihr habt es ja vielleicht schon gelesen, Ehrensenf ist für den Zuschauerpreis beim IPTV Award nominiert. Und wenn ihr der Meinung seid, dass wir den verdient haben, dann würden wir uns freuen, wenn ihr für uns abstimmt. Hier bei horizont.net kann man das bis zum 12. November tun. Also ran an die Maus. Vielen Dank. Das war Ehrensenf. Ich bin Christine. Tschüss. Hey, was ist denn los? Was habt ihr denn? Warum lauft ihr denn alle weg?